Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wiener Galerie. Wie ihr vielleicht am Kanal schon bemerkt habt, ja, ist mein Vater vor rund 2 Monaten gestorben. Ja, derselben Woche wie der Österreicher Toni, das passt irgendwie sehr gut zusammen, wie ich gleich erklären werde. Ja. Ihr habt es oft gefragt, ja, hier ist sie. Wiener Galerie, der Winkelhofer Toni. Ja. Es war mir grundsätzlich so, dass mein Vater und ich absolut kein gutes Verhältnis gehabt haben. Ja, mein Vater hat mich die ersten 10 Jahre meines Lebens komplett vernachlässigt. Ja. Dann hat er sich 4 Jahre lang mit ein bisschen an Geld gekümmert. Ja. Ja, und dann hat er mir halt die Tiere zur Unterwelt aufgemacht. Aber mein Vater hat noch was anderes gemacht. Er hat mit 15 Jahren eine Aktion gestartet, ja, zusammen mit meiner Stiefmutter, ja, die völlig ungerechtfertigt war, der völlig irre war. Ja. Und wirklich ausreichende tragische Konsequenzen gehabt hat für mein Leben, ja. Das Zittern kommt aus einer gewissen Aktion, die mein Vater in Gang gesetzt hat, verursacht hat, vielleicht auch sogar gewollt hat. Aber seit meinem, es war März 1985, glaube ich, im Februar oder März 1985, habe ich meinen Vater gehasst wie die Pest. Ja. Und habe ihn nur mehr benutzt. Ja, für meine Zwecke. Ja, so wie er mich halt immer benutzt hat für seine Zwecke. Ja, um euch das zu verdeutlichen, was für ein Familienmensch er war, damit wir dann auf die Unterwelt-Sachen eingehen. Ja, mein Vater, schwerer Millionär, braucht man nicht reden drüber. Ja, seine Großmutter, also seine Mutter, meine Großmutter und sein Bruder liegen am Zentralfriedhof. Ja? Die Grabgebühr für 10 Jahre beträgt 820 Euro. Ja? Er ist jetzt im Jahr 2024 verstorben. Ja? Er hat einfach das Grab ausrennen lassen. Und die Grabgebühr für seine Mutter und für seinen Bruder nicht zahlt. Also so war er als Familienmensch. Ja, meiner Meinung oder so wie ich erlebt habe, absolut charakterlos. Ja, und wie gesagt, das ist die Dings. Aber ja, als Verbrecher war er groß und war auch ein Galerist. Ja, er ist zweimal mit international gesucht worden, einmal wegen Mordversuch, also Verdacht des Mordversuches, das hat gestimmt in München, ja, wie es die Israelis gefoltert und deppert gehabt haben, ja, und da mit Gehirnaustritt und so, ja, in München 82 oder 83 war das, ja, und in die 70er Jahre halt wegen einer anderen Mordkausa, wo er aber nicht verwickelt war, ja. Da war quasi nur Zuschauer, Beiständer, das war eine Schießerei unten im Café Babab auf dem Max-Witter-Platz. Ja. Also auch deswegen gehört er zur Galerie. Ja. Wisst ihr, Galerie bedeutet, ja, alle die Schlagzeilen gemacht haben, bei internationalen Hofbefehl gesucht worden sind und so, das waren alles die Galeristen. Ja. Schatz, ich werde euch ein paar Geschichten erzählen, die ich mit meinem Vater erlebt habe. Ja. Er war ein begnadeter Spielveranstalter und Vollspüler. Ja, was Millionen über Millionen braucht hat, vor allem wie es dann eine Bande war, der Sinko, der Flappi, der Dama und so alle, ja, durch die internationale Vernetzung dann mit Albanatoni in Hamburg und in Nusserbäder und so, ja, also da sind Millionen über Millionen verdient worden, sie haben gehabt fast 60 Opta-Roulette-Casinos in Nordrhein-Westfalen, Belgien und Holland, manchmal nur Anteile, ja, Schutzgeldgeschichten, ja, dann im Geldverleih, ja, Spülmacher beim Stoß, als Geldverleiher beim Stoß, beim 7-Eleven etc. Ja, also er war schon Dings. Ja. Und er hat auch, so wie es der Höllriegel erzählt hat, war er lange Zeit, oder in der Jugend war er halt Leibwächter vom Roten Heinze und so ist für den Roten Heinze die Leute niederhangegangen, unter anderem auch in Höllriegel, ja, etc. Bis ihm halt dann der Rote Heinze hinter der Front verhungern hat lassen, wie auch immer, dann haben sie die zwei nicht mehr leiden können. Ja, angefangen hat das Ganze, wie mein Vater schon 14, 15 Jahre alt war. Meine Großmutter hat gehabt 3 Wirtshäuser in Hörnäus. Eins davon war das am Sportclubplatz unten, eins war am Deepwaldpark oben. Ja.
Das dritte weiß ich nicht mehr. Ja, und da ist er schon Stöhnen und Einbrechen gegangen, ja, aber nicht, weil es unbedingt notwendig gewesen wäre, sondern weil es ihm Spaß gemacht hat. Ja, voll Verbrecher. Ja. Und hat dann ja, Erziehungsanstalt etc. Und dann, wie er aus der Erziehungsanstalt rausgekommen ist, da waren viele große Verbrecher in diese Erziehungsanstalten auch mit ihm, die dann groß Karriere gemacht haben, hat er in Kasamaskurtl und in Altmafranzl kennengelernt, ja, und die haben ihm dann im Café angeordnet, dort ist Stoß gespielt worden, ja, haben ihm dann dort als Schmierer dazu genommen, etc. Und so hat die mafiöse Karriere angefangen. Ja, also habe ich jetzt den Anfang seiner kriminellen Karriere und jetzt ist der Anfang beschrieben und ob jetzt ist der Anfang seiner mafiösen Karriere, ja. So. Das ist dann gegangen, das war 47, 18, 1965, 66 und den Dreh herum. Ja. Da hat es dann ziemliche Verwerfungen in der Unterwelt gegeben für Schießereien. Ja, das ist gegangen bis Anfang der 70er Jahre. Ja. Und dann war auch der Altmafranzl wegen einem Bankraub auf der Flucht und weggesperrt und so. Und mein Vater hat gesagt, vor allem meine Stiefmutter war so schlau, ja, die in erster Ehe wiederum mit Altmafranzl verheiratet war, ja, war so schlau, dass sie gesagt hat, ja, du, Toni, beim Schießen verdient man kein Geld und das ist irre, ja, da geht es nur, warum schaust du, was hast du gesagt und es wird schon, geht schon bum bum, ja. Lass uns nach Deutschland gehen, ins Land, wo Milch und Honig fließt und mein Vater war ja auf derselben Schiene, ne? Und dann in die 15 Jahre, die er dann in Deutschland war, ist er ja schwer reich geworden, sozusagen, ja. Und ich habe mit meinem Vater Sachen erlebt, die waren göttlich. Ja, es war einmal, das war Februar 83. Ja, da war ich in Semesterferien, also das Hauptquartier war Düsseldorf. Ja, und wir waren, also ich war in die Semesterferien genommen. Ja, mein Vater ist schnell nach Holland umgefahren, Casino-Rechner, und ich bin da halt mitgefahren. Ja, wir sind in einem Restaurant drinnen gesessen, das war so eine Truckstop-Geschichte. Ja, da war Tankstelle, Restaurant, Hotel, Truckstop-Geschichte. Ja. Und wir essen halt dort so und hinten war ein illegales Spielcasino angeschlossen. Ja, wir sitzen dort und essen, da waren so 100 Leute im Raum. Vor allem kommt so 1,50 Meter Chinese rein, Asiate. Ja, geht schnurstracks auf den Tisch zu, ja, und fängt zum Schießen an. Und da schießt den Menschen dort, in aller Seelenruhe, dreht sie um, geht wieder bei der Tür raus, ja, wie wenn das das Normalste von der Welt war. Und ich war da natürlich paralysiert, zugeschaut, schockiert, ja, der Verstand hat ihn gar nicht erfassen können. Und ich schaue zu meinem Vater instinktiv und will dies, und der hat in aller Ruhe weitergegessen. Der hat in aller Ruhe weitergegessen. Ich habe gesagt, Papa, er hat gesagt, wieso, was ist? Ja, Papa, nix is, hast gehört, Bub, nix is, is. Wirklich? Und ich weiter essen, essen. Ja? Also, rückblickend betrachtet, ein Wahnsinn natürlich. Aber in der Situation habe ich mich wie in einem Hollywood-Film und als Hollywood-Star, als Sonny Corleone oder wie das Dings, wie wisst ihr jetzt, was ich meine? Ja? Also, es war ein Wahnsinn. Ja? Und das ist in derselben Manier immer weitergegangen. Ja? Zu Ostern 1984 dann, ja, war die nächste größere Hollywood-Aktion. Wir waren auf Gran Canaria und auf Gran Canaria war damals das Hauptquartier der deutschsprachigen Zuhälter und so, also für Wiener, Deutsche und so. Und mein Vater spielt dort jeden Tag mit jemandem Begemon, ja, den er Peter nennt, ja, und ja, auf einmal kommt wer daher, über den sie eigentlich alle anderen lustig gemacht haben, ja, der war auch nicht groß, so 1,70 ungefähr, ja, Schnauzbart, diese typische Disco-Tacken, ja, Disco-Frisur, ja, und hat aber immer weiße Handschuhe auch gehabt. Und jedes Mal, wenn der zugekommen ist, ist alles ruhig geworden, bis auf meinen Vater und den Peter und zwei, drei andere, ja. Und irgendwann dann im 85er Jahr oder im 86er Jahr, da war ich noch in der Schule, ja, in der Schule für Datenverarbeitungskaufleute, ne, Programmierer gelernt, ne, schlage ich die Zeitung auf: Wiener Peter in Hamburg verhaftet, sechs Auftragsmorde, Mucki Binsner. Und auf einmal sehe ich das zwar. Also habe ich im Osterurlaub 1984
Ja, hat mein Vater mit Wiener Peter, mit Josef Nusser, ja, gespielt. Und so habe ich diesen Mucki Binzner, diesen Auftragskiller, nur live erlebt. Ja. Also so hat sich das angespielt. Ich bin auf der einen Seite bei meiner Tante im Buwogbau aufgewachsen, in einem Matznerpark, in einer Schule, wo Richter, Polizisten und so alles sind. Ja. Also voll Dings. Meine Mutter hat im Wirtshaus dieses Nationalratsabgeordneten von Leitner. Ja, also auf der einen Seite die volle rechtsstaatliche Erziehung nach Marc Aurel und auf der anderen Seite ja, diese absolut High-Quality Unterweltsvorgänge. Ja, Dings, das war Ding, deswegen war ja dann auch für die Staatspolizei so interessant. Das, was mein Vater im 85er Jahr gemacht hat, war ja auch der Trigger, dass ich mich von der Staatspolizei habe anwerben lassen. Ja, das hat er dann bis 2007 auch gehalten, oder sagen wir, bis Ende 2006 nach meinem Zeit im P2-Interview zur Polizeikorruption. Darauf war natürlich Schluss sozusagen. Ja, das hat die ÖVP nicht ausgehalten, dass es so einer wie ich in die ZIP-2 sitzt und die Wahrheit sagt. Aber gehen wir wieder auf meinen Vater zurück. Ja, also das waren so Erlebnisse in meiner Jugend. Zum Beispiel, wie ich den Österreicher Toni kennengelernt habe, das war im Sommer 1984 im Wörthersee, 2 Monate. Ja. Und habe ich den kennengelernt, den Österreicher Toni. Ich wusste schon vom Reden, wer der Österreicher Toni ist. Ja. Und er war ein richtig gemütlicher, älterer Herr, ein alter Bär. Ihr habt ja gesehen, mit wie viel Respekt und regelrecht Liebe ich sein Video gemacht habe. Ja. Und ich habe dort jeden Tag mit den Tischtennis spielen müssen und alles. Ne. Und ja, ne. Diese Freundschaft hat ja dann auch bis zum Tode gehalten und sie sind ja dann auch innerhalb einer Woche verstorben. Ja. Gleichzeitig. Ja. Also, so, und es war dann natürlich so, dass ich durch die ganzen Unterweltler, wo ich aufgewachsen bin, durch diese Unterweltgrößen, habe ich aus Respektgründen, hat mir mein Vater verpflichtet, dass ich zu jedem Onkel habe sagen müssen. Onkel Heinze, Onkel Franzi, Onkel Toni und so, ja. Was denen Leuten dann mit 16, 17, 18 Jahren auch am Arsch gegangen ist. Ja, der erste war der Altmann Franzl, der gesagt hat: Herzog Franz zu mir, ist doch ein Blödsinn, der Vater ist eh nicht da. Also, ja. Und es ist dann halt ziemlich weitergegangen, ja, es ist dann ruhiger geworden, die 90er Jahre waren dann ruhiger, er war dann halt ein Mitglied der Hauptpartie, also der Mitglied war er nicht, aber er war ein Spielmacher der Hauptpartie und Geldverleiher der Hauptpartie, nicht? Die Hauptpartie hat bestanden aus Cola Coal, Roder Heinze, Österreicher Toni, Altmann Franzl, Hachkoal, meine ich wem vergessen habe, Entschuldigung bitte. Ja, und das war ein ruhiges Leben, ja, und Millionen genießen, jeden Tag Karten spielen, jeden Tag Anteile kriegen, ja, die Vorspielergeschäfte im ersten Bezirk drinnen, ja, wo dann wieder die Hauptpartie einen Teil gekriegt hat und so, nicht? Das waren immer so Geschäfte auf Wechselseitigkeit, es sind immer Win-Win-Situationen geschaffen worden, ja. Ja, und dann ist es Jahr 2000 eins gekommen, ja, ich habe das schon mehrmals erwähnt, ja, wie der Steiner Richard mit Polizisten da ausgedruckt hat, wie der Edel, ja, da groß mit seinen Polizisten gefuhrwerkt hat, ja, und da hat mein Vater dann gesagt, naja, das ist nichts, ja, auch wie der Rode Heinze und viele andere das gesagt haben, gesagt, das ist nichts, wenn das die Zukunft ist, dass man mit oder für die Polizei arbeiten muss, dann war es das für mich leider und ist ausgestiegen und hat eine Baufirma aufgemacht, die er auch bis vor 3 Jahren dann Dings, das dann in Corona ist, haben sie einen Konkurs gemacht, haben sie Firma entsorgt, ja, und haben dann halt die letzten 3 Jahre gegen den Krebs gekämpft. Ja, wir haben die letzten 15 Jahre nichts miteinander geredet, umso verwunderlicher, ja, das ist klar. Ja, er, der große Baron und ich, der große Spion der Republik, das war für ihn die Niederlage seines Lebens. Ja, dass sein eigener Bruder seit 1985 fürs Innenministerium spioniert hat und das im Zuge des Polizeiskandals 2005, 2006 rausgekommen ist. Ja. Ich meine, wir haben uns noch durchgeführt bis 2008. Ja. Dann war aber de facto Schluss. Ja. Und seit dem Zeitpunkt, also 15 Jahre, 16 Jahre, haben wir uns nicht gehört. Umso verwunderlicher, dass er den Charakter gehabt hat, dass er für mein Lebensabend gesorgt hat. Ja. Ich brauche nie wieder einen Handgriff tun in meinem Leben, außer abheben gehen. Ja. Das ist umso verwunderlicher. Ja. Ich kann es noch gar nicht recht glauben, bis der Erbschein doch ist. Ja. Aber ja, so war mein Vater halt. Ja. Und heute noch.
Deutschland um. Ja, öffnet mir der Name alle Türen. Also ich war jetzt unlängst wieder wegen diesem Oliver Dickers zur Recherche in Hamburg um. Ich mit dem in Albaner-Toni mit Teilen der Hells Angels getroffen. Ja, und alle, ja, dein Vater, und wie geht's ihm und Dings? Und sage ich, er ist zum Sterben, es ist leider so. Und Dings und so. Ja. Eines ist auch noch, ja, mein Vater wurde auch in der Nationalbibliothek verewigt. Ja. Der Höllriegel hat immer über die großen Schießereien meines Vaters und so berichtet, im Zusammenhang auch mit Altmar Franzl und so. Ja. Und hat ihn da ziemlich am Tableau gehabt, ja, im Kurier damals. Ja. Und was auch ist, ein lustiges Bonmot, ja, ist, der Rudi Heinze hat seinen 50. Geburtstag, glaube ich, damals in die 80er Jahre gefeiert, im Lusthaus in Prater, ja, und da hat die Polizei alles abgesperrt, riesen Razzia gemacht. Ja, und direkt vom Eingang des Lusthauses ist eine 560er Limousine gestanden, die war ausgezahlt, mein Vater hat nie was als Schulden gemacht. Ja. Und mit einem fünfstelligen Kennzeichen oder vierstelligen Kennzeichen, fünfstelligen Kennzeichen, das war damals so ein Statussymbol, ja. Und da hat die Krone geschrieben, ja, das ist in Rodenheinze sein Auto, in Wahrheit war es das Auto meines Vaters, weil der Rode Heinze ist zu dem Zeitpunkt schon nur mehr Rolls-Royce gefahren. Ja. Ja. Ja, das waren ein paar Gestanzeln über meinen Vater, ja. Was auch immer familiär war, ja, man muss seine Lebensleistung respektieren, ja. Dass er aus Familienmensch ein Niete war, ja, dass er grundsätzlich als Mensch ein Egoist war, ja, und das im Verbund mit meiner Stiefmutter ein schwerer Egoist war, ja, so sind Menschen halt, das muss man akzeptieren oder geh, so wie ich das gemacht habe, geh. Ja. Das ist halt so, ja, in seinem Dings im Vollspiel Geld verleihen und so war er eine Koryphäe. Sonst war er da nicht so reich geworden und war er nicht 30, naja, bis an sein Lebensende 54 Jahre straffrei geblieben. Ja, ich glaube, 70er Jahre oder 71er Jahre war das letzte Mal eingesperrt. Ja, muss man sagen, als Verbrecher war er als Großer, als Familienmensch war er eine Niete. Ja, wie gesagt, jetzt hat er nicht, trotz der Millionen hat er nicht einmal mehr die Grabgebühren für seine Mutter und für seinen Onkel, für seinen Bruder gezahlt. Ja, das habe ich jetzt übernommen. Ja, ich habe dann auch ein kleines Grab übernommen. Ja. Vielleicht eh besser, wenn er dann nicht bei uns liegt, dann können wir nicht streiten, der Louis Lee und er. Ja. Also sein Bruder, ich und er. Ja. Weil, ja, er hat seinen Bruder genauso stoppen lassen, hängen lassen, im Dreck sitzen lassen, obwohl er die Möglichkeiten gehabt hätte, das zu verhindern. Aber gut, ja, so ist das Leben. Ja. Es ist nicht immer nur Pommes und Disco. Ja. Manchmal ist es auch nur ein geschloderes Leben. Ja. Das ist halt einmal so. Ja. Als Unterweltler habe ich von meinem Vater immer Respekt gehabt, als Mensch habe ich nie Respekt gehabt vor ihm. Ja, so kann man das zusammenfassen. Tut es mir leid, dass er gestorben ist? Na klar, tut es mir leid. Das ist immer, wenn Eltern sterben, tut es einem leid. Ja, werde ich ihn vermissen? Nein, ich habe ihn die letzten 15, 16 Jahre nicht vermisst. Ja. So Leute, jetzt wisst ihr einiges über den Winkelhofer Toni. Ja. Alle Geschichten kann ich natürlich nicht erzählen, weil meine Stiefmutter lebt noch. Obwohl es da keine Strafverfolgung geben würde, aber das braucht nicht jeder wissen. Ja, was sonst noch alles so war in seinem Leben, weil was nutzt jetzt, wenn wir die einzelnen Verbrechen alle durchgingen und hohe Verbrechen, wo er beteiligt war, die ganzen großen Namen, die er mit Falschspielen ausgenommen hat, ja, zwischen dem Dreieck Wien, Tischldorf, Ibiza, ja, das ist Ding. Ja, das würde jetzt keinen Sinn machen. Ja, also, das war meine Story über meinen Vater in Winkelhofer Toni. Ja, möge er in Frieden ruhen. Ja, aber ich gehe ihn auf sein Grab nicht besuchen. So. Alles Liebe, euer Christian. Tschüss, Baba.